So. Unsere Bonnie schläft und wacht wieder gleich auf. Und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Sims 4 Medieval Challenge. Und wir haben Folgendes in dieser Folge vor. Ihre zweite Stufe zu beenden. Das heißt, Level 4 der Gartenfähigkeit muss sie noch erreichen. Und ich würde gerne dies in dieser Folge schaffen. Und die Arme tut mir eigentlich gerade leid, weil ihr Sozialbedürfnis wieder am, also im allerwertesten ist. Müssen wir den eigentlich füttern? Nein. Der schwimmt einfach bloß durch die Gegend. Der Fisch, den wir das letzte Mal gefangen haben auf dieser seltsamen, süßen, schönen, pinken, rosanen, schönen Lichtung. Und ja, sie ist wirklich traurig. Ach. Die Ärmste. Na gut. Ja, ich weiß. Och. Geige spielen wegen Traurigkeit. Lied spielen, traditionell. Blumen im Juni. Frau am Fenster. So geht's ja wohl nicht, okay. So wird sie uns wahrscheinlich ermahnen. Und ich lasse sie einfach mal dudeln. In der Hoffnung, dass es dann wirklich nach Musik klingt. Weil in der Zwischenzeit hat sie, glaube ich, Level 3 der Geigenfähigkeit erreicht gehabt. Also so schlecht wird es wahrscheinlich nicht klingen. Hoffe ich zumindest. Und ihr seht, es ist schon gut gefüllt da oben. Das heißt, Level 4, was wir anstreben in dieser Folge, könnte eigentlich schon bald passieren, hoffe ich. Hoffe ich. Dummi-d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 ummi
kennenlernen. Witz über was? Pantomimen machen. Ist er wenigstens Single? Also er ist ordentlich, das ist schon mal gut. Leute. Ding Dong, er ist Single. Und so hässlich ist er gar nicht. So dramatische Geschichte? Verkneifst du, Bonnie. Ich bin mal so frei und sag das. So. Über besten Geiger reden. Die Schwierigkeit ist ja, sie hat ja kein Telefon zur Verfügung, weil es das im Mittelalter ja nicht gab. Und demzufolge kann sie Michael ja nicht einfach anrufen. Das heißt, sie muss hoffen, dass sie ihn irgendwann dann mal wieder sieht. So, sie erzählt eine fesselnde Geschichte und von Ideen und kann ein bisschen flirten, Komplimente über Aussehen machen. Sie kann auch flirten und wisst ihr was? Wir stellen einfach auch mal eine schlüpfrige Frage. Oh Gott, ich fange schon an zu stottern. Aber so flirten scheint? Oh Gott. Oh, die schlüpfrige Frage ist nicht so ganz gut angekommen. Naja, was soll's. Flirten? Aber ihr Sozialbedürfnis ist wenigstens schon mal oben. Ich schicke sie jetzt mal für kleine Mädchen und dann kann sie alles ernten. Und dann... Dann bewässern wir alles. Und entwickeln das weiter. Und ich glaube, das können wir auch weiterentwickeln. Und guck mal. Da kommt uns jemand besuchen. Warum nicht? Oh Gott, und das Waschbecken ist schon wieder kaputt, ich glaub's nicht. Naja. Aber guck mal. Also es sieht gut aus, es scheint. Also in dieser Folge scheint es definitiv zu klappen, dass wir die zweite Stufe erreichen und somit einen Meilenstein bewältigt haben und uns dann ab nächsten Part dem dritten Meilenstein widmen können. Das heißt, im Klartext, die Hälfte des Bestrebens wäre dann somit erfüllt. Was gut ist. Und ich löse das mal. Unkraut jäten. Tut sie ja dann auch irgendwann mal. So. Es ist so still. Nee, nicht ganz. Man kann die Vögel hören. Wo ist die Sonne? Wo ist die Sonne? Da ist die Sonne, okay. Hi Sonne. So. Und es wird immer mehr. Es ist gleich oben. Nicht mehr viel. Nicht mehr viel. Ich guck mal hier. Fähigkeiten. Gartenarbeit. 97%. Das ist gut. Das fehlt wirklich nicht mehr viel. 98%. Ich sag's ja, wir kriegen das definitiv jetzt noch hin. 99%. Der letzte Prozent. Der letzte Prozent zum ersten. Zum zweiten. Und. Zum. Und. Zum. Da bimmelt auch meine Uhr, lustigerweise. Warum nicht? Und. Läutet meine nette Uhr, die ihr wahrscheinlich gerade hören könnt. Und uns etwas Musik bringt? Ja! Sie läutet definitiv Level 4 ein. Und wir haben den Meilenstein erreicht. Bonnie hat Gartenvielfalt im Bestreben, freiberufliche Botanikerin erreicht. Und hier steht, die harte Arbeit von Bonnie hat sich ausgezahlt. Denn die Qualität ihrer Pflanze, Spinatpflanze, ist gestiegen. Und ansonsten haben wir jetzt
endlich Level 4 erreicht. Das heißt, ja, gar nichts. Gar nichts heißt das. Na gut. Auf jeden Fall haben wir jetzt den Meilenstein erreicht, den zweiten. Wir haben zur Hälfte unser Bestreben erfüllt. Das heißt, im Klartext, die Hälfte der Challenge ist vorbei. Und wir können uns jetzt frisch fröhlich dem dritten Meilenstein widmen. Und zwar Naturernährerin. Wir müssen Level 6 der Gartenfähigkeit erreichen, was okay ist. 3 Pflanzen veredeln, 5 Pflanzen düngen. Also die beiden Sachen scheinen eigentlich ganz gut dann vonstatten zu gehen. Level 6 könnte ein bisschen dauern, ist aber eigentlich auch machbar. Und repariert mal ganz schnell dieses Waschbecken. Und ich würde mal sagen, dass ich wenigstens noch ein bisschen 3 Pflanzen veredle. Falls noch welche blinzeln. Ja, die blinkt. Weiterentwickeln. Die kann man auch weiterentwickeln. Okay, wir kommen nicht... Ach doch, doch. Oder? Sie kann mit Pflanzen sprechen. Also das blinkt. So, welche blinkt? Die blinkt. Die blinkt. Hat nicht noch eine dritte Pflanze geblinkt? Na ja, gut. Wir können noch nicht 3 weiterentwickeln, aber wenigstens schon mal 2. Das heißt, dieser eine kleine Punkt, den können wir dann spätestens im nächsten Part dann abhaken. So. Sie ist fertig. Das hier wird sie noch plündern und dann wegwerfen. Und ja, anzünden. Abendessen. Ist nämlich wichtig. Wie geht's dem Bäumli? Okay. Er schwimmt frisch fröhlich rum und sie macht sich jetzt wieder gegrillten Fisch. Und langsam verstehe ich, warum sie eigentlich gar keine Lust auf Fisch hat. Ich meine, jeden Tag Fisch. Und das muss man ja auch noch wegwerfen. Ach ja. Ach ja. So. Ich weiß, es gibt besseres, Bonnie. Das wird sie auffischen. Auffischen? Habe ich auffischen gesagt? Ja, gut. Dann bin ich wirklich sehr wortkreativ heute. Gut. Das ist weg. Und ich würde sagen, Bonnie wird uns noch Heimreise als Abschiedslied spielen. Und um diesen Teller kümmere ich mich dann im nächsten Part. Ein kleines Privatkonzert von Bonnie. Okay, es ist noch nicht perfekt, aber sie strengt sich an. Sagen. Sie haut sich jetzt ins Bett und ich bedanke mich fürs Zuschauen, kommentiert, abonniert, favorisiert und wenn ihr mögt, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Tschüss!